anderen. Wie kann das dich hinsetzen? Tobi, wir gehen vorne hin, ne? Dankeschön. Ist recht, ist recht. Hier muss vorne. Oh nein, jetzt kommt es. Jetzt kommt die Polizei ist da. Zum Glück sind es nicht viele. Hi. So. Sind wir alle da? Alles gut, alle ruhig, alle auf ihre Plätze hier. Schöne Frau ist hier. Mann ist hier. Okay. Damen und Herren, ich wurde heute gezwungen, hier zu verstecken. Falsche Text hier. Eine Ehre für mich, hier heute zu feiern mit euch zusammen, diese, mich als Rose Hochzeit. Nun ja, zuallererst, ich würde gerne diesen Text vortragen, was ich hier habe, natürlich in mühsamer Arbeit rausgesucht und zusammengefasst hier, natürlich viele eigene Worte. Also, Rose Hochzeit. Jetzt hier, nach 10 Jahren, habt ihr beide viel erfahren. Neben Kummer und Schmerzen bleibt trotzdem diese Liebe hier im Herzen. Damals habt ihr euch vereint und zusammen gelacht, aber auch geweint. Ihr habt niemals aufgegeben hier, wollt weiter zusammen leben. Nichts ist schöner auf der Welt, als dass man stets zusammenhält. Auch wenn Schönheit und Jugend vergehen, werdet ihr immer zusammenstehen. Rose wachsen und erblühen, ihr wächst zusammen durch Bemühen. Ohne Fleiß kein Preis, das ist bekannt. Bitte nehmt euch jetzt hier bei der Hand. Hände nehmen hier dabei. Gut. Alle sehen jetzt hier zu euch hin und jedem geht es durch den Sinn. Diese beiden, hier Gott für wahr, sind immer noch ein schönes Paar. So, nach dieser Rede, wir dürfen nicht vergessen, ich habe natürlich nicht viele eigene Worte hier benutzt. In meiner Heimat, ich erwürge Bär mit bloßen Händen, nicht dass jemand denkt, ich bin hier. Ihr wisst schon. Naja, ich habe noch kleine Geschenk hier für diese langjährige Liebe. Ich komme mal hier. So, das ist kleine Präsent hier. Wie heißt diese? Im Namen von der ganzen LHPD. Vielen Dank. Im Namen von Trim Triesel an das LHPD. So. Naja, vielleicht, Sie haben etwas vorbereitet für Sprechen gegenüber hier, Ihre Partner. Ja, natürlich. Danke, Kislov. Dankeschön. Danke. Als ich das erste Mal sah, Lea, ja, damals am Airfield, es war. Lieber auf den ersten Blick, Marihuana auf die erste Tüte und Kokain auf die erste Nase. Ich bin so froh, dass es mittlerweile die Rose aus der ersten Blüte ist. Ja, du bist der Dorn in meinem Auge und der Duft in meiner Nase. Ja, ich liebe dich. Oh. Ja, ich liebe dich auch. Oh. Oh. Küssen, küssen. So. Ruhe. Ist gut. Dabei, ist gut, ist gut. Nur ja, Sie dürfen nach dieser ganzen Schnulze hier kaum auszuhalten, diese. Wir können natürlich gehen jetzt. Wir haben große, wie heißt es, Buffet hier aufgebaut mit viel Trinken und Essen und
Alkohol natürlich und Drogen und alles, was Herz begehrt. Kokain. Kraft meines Amtes sage ich hier, dieses Buffet ist eröffnet und wenn ihr noch habt Lust ein bisschen rumzumachen, ihr könnt natürlich nachkommen. Kein Problem. Saufen! Ja. Nutten. Ja. Vielleicht, wenn noch jemand etwas sagen möchte hier, für Glückwünsche, für das junge Paar hier, vielleicht noch vortreten. Ich hätte ja noch was. Costa! Komm mal her! Ja, wo bist du? Costa! Vorne, Gilles! Vorne! Links! Vorne, du Flachpfeife! Ja, Oberflow, sie sind aber Tim und Lea! Als Hochzeitsgeschenk habe ich euch hier diesen Störenfried gebracht, um ihn hinzurichten. Jawoll! Ja! Das beste Geschenk der Welt! Ich nehm die Munition! Das war das beste Geschenk, das ich mir hätte vorstellen können. Ach, danke schön! Hab ich doch gern getan. Sag mal, kann Medic das den komischen Typen hier nochmal? Die Dame, wollen Sie das vielleicht wiederholen? Sag mal deine Titten. Ja, bitte. Kleinen Augenblick, den Wunsch erfülle ich doch sofort. Max, er schießt hier nochmal. Nein, Jungs, wir lassen ihn am Leben. Heute ist ein schöner Tag. Ich hab eine Waffe. Ach, Schieß sie nochmal, bitte. Einmal ist keinmal. Zugabe. Und zweimal. Frau Lea? Ja. Meine Munition! Kostet Frau Lea, wir müssen gleich noch über. Wir müssen gleich noch über ihren Schwangerschaftstest reden. Was für ein Schwangerschaftstest? So einmal alle Ruhe! Ruhe! Die Herrschaften! Schluss jetzt, alle Ruhe. Zugabe. So, ich müsste jetzt einmal mit der Dame und den Herren hier reden. Die Dame, ich weiß, es ist ein feierlicher Anlass. Sie waren ja letztens zur Behandlung bei uns. Ich wollte Ihnen eine glückliche Nachricht verbreiten. Sie kriegen ein junges, hübsches Mädchen. Nein! Der Herr, tut mir leid, Sie sind nicht der Vater. Warum denn ein Mädchen? Juhu! Das ist doch was Glückliches, das wollte ich gerade noch mit anschließen. Brüste zeigen, Brüste zeigen. Aber von wem denn bitte? Ich glaube, das war der Herr Fahrradpfleger, der sich im Nachhinein gemeldet hat. Das stimmt doch gar nicht, Ismo. Herr Kistloff, machen wir die Scheidungsfeier? Ich kann ihn nur den Befund geben. Noch ein Tor. Also das... Ja, ich unterstütze dich. Wir bleiben hier schön, ihr bleibt hier zusammen und alles ist gut, alles ist schön. Keine Ruhe, sie kommen hier nicht. Was will ich erschießen, kommen wir sehr früh durch. Das braucht er. Alle aus dem Weg. Aus dem Weg. Wo gibt's den Auto? Nicht alle auf einmal. Costa tot. Tot den Costa. Costa tot. Für AMG. Ja, warte. Ist der Knoll irgendwie leer? Oh mein Gott, ey. Alter. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Oh, nicht alle gleichzeitig bewegen. Jungs, das ist das Paar müsste eigentlich an die Hand geben. Karlitz. Officer, bitte aufhören, Herr Polizist. Sorry, dass ich das gesagt habe. Muss man da oben hochrennen? Ist der Leiter oder was? Bitte benutzen. Das ist der Leiter. Okay, sammelt euch da erstmal. Costa tot. Tot dem Costa. Unten bleiben. Die wurde ich eingeladen. Sie bleiben unten. Unten bleiben. Ja, da rennt einer hoch, soll ich erschießen? Nein, sag einfach so runter. Der mit dem weißen Katiba. Weil die haben Gegenplätze setzen, das ist eh scheißegal. Einfach sagen soll. Sind auf dem HMG. Wunderbar. Alter, da rennt halt jeder Idiot rennt jetzt hoch. So, Gottes Willen, das war knapp. Der hat auch irgendwie hinter uns. Einfach so, der Leute, die hier gerade am Bus sind, werden überleben. Also ich bin auf dem Quad. Ich auch. Ich auch, ich bin bei dir. Also ich fahre wieder vor mir? An die Steine. Ja. Aber dann ist alles gut. Ich bin auf dem sicheren Quad. Du kannst fahren. Blut verspringt mich einfach ab mit dem Quad und fahr weg. Genau.
Wie nett der dran hängt. Sieht so schön aus, wie du hier drin bist, ich meine. Oh ja, wieder schöne FPS. Ja. 20 Gott, geht doch rein. Da komm rein, Heli. Nimm Heli. Ey, wie viel FPS hattet ihr in der Kirche? Ich hatte 20. 5. Zum Schluss 9. Ander, steigen Ander, ja, steigen Heli rein. Ich hatte 10. Zum Schluss hat welchen Heli? Heli? Hier ist er. Komm, ich komme. Und Nell, wie gefällt sie hier hinten an der Leiter? Ja, komisch. Das ist echt creepy, oder? Sieht das bei euch ziemlich scheiße aus, oder was? Boah, ist mir gerade ein Schild entgegengehuscht. Nell, nur nicht bewegen. Oh! Die Maus frei! Was ist denn hier los? Aber die Maus, wir überleben. Der will uns umbringen. Ja. Oh mein Gott, ich fliegen. Das war ganz auf sich gehen. Hilfe! Da passt die Musik richtig gut zu, muss ich sagen. So, sind wir jetzt beim Kavala? Wir sind jetzt in Sophia, Mann. Egal, was. Ach, Nell hat's doch überlebt. Wo war das Problem? Ja, die überleben alles halt. Ja. Ich hab ein paar starke Hände. Ja. Das ist echt anstrengend, hier hinten dran zu hängen. Oh, denkst du, wir dürfen hier mal Tontauben schießen machen mit dem ganzen hier, die oh, ja. Oh, ja. Den ganzen Heli da oben schön, ne? Schieß mal drauf. Drück mal T auf den, vielleicht kriegst du einen Leadmarker. Nein. Mein Gott. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Verdrückt. Wir sind so gut wie. Oh nein. Ja! Oh nein. Alter! Geiler Bus, ey. Ich bin nur noch die Flügel, ey. Komm, fahr weiter. Oh Gott! Jawoll! Ja, die Maus! Mega! Geiles Teil, muss man sagen. Aber irgendwer bringt jetzt hier doch, oder? Ich nicht. Ich sehe einen Krieg. Was ist? Oh Gott! Dann fallen wir nicht auf. Ach ne. Lass mal einen Überfall starten. Ich drücke voll 6 Crotch. Stimmt, jetzt haben die bestimmt übelst Platz gefarmt, während darauf steigt. Ja, alle haben gefarmt, ja. Ja, alle. Genau, die ganze Kirche war leer, alle haben gefarmt. Ja, du nicht aber. Kannst du ja aus Versehen auf die Ghost Dogs schießen? Ja, schieß mal auf den Ghost. Okay. Ey, ja, auf die Ghost Dogs. Ja, vier. Ich mach die Kopf. Versuch es doch hier zum Schießen. Driver. Schieß mal an da runter. Lea und Tim, schieß mal an da runter. Wenn ich schon nicht im DS darf, dann schieß mich auch nicht runter. Oh, 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 das ist bitter. Das ist der Sackmauer. Das ist bitter. Kann der Dieber nicht fliegen, hä? Ist das ein Mauer? Ja, na, kann man so bestätigen. Wir haben beide Probleme versorgt. Weiß ich, die Meister hat sich wahrscheinlich im Berg gesucht oder so. Oh ne, wir nehmen Anlauf für irgendwas. Ja, ja, kann ich den Geländewagen rein, da. Achso. Der steht hier, der wisst gerade noch nicht. Also. Machen die Ansage? Ich hör mal jemand um. Oh Gott. Das hast du vorher am Ende so geliebt, oder? Ey, ich flieg mal kurz zu Hermfried, ja. Ich flieg mal kurz zu Hermfried. Gott! Ey, da steht ein Bulle, Achtung! Ein wildes Nutty. Der hat uns gerade eine Ansage. Ja, nee, nee, nee. Wir holen uns jetzt ein Xieren los. Den Tag, mein Nati, wollen Sie auch noch? Nati fliegt auch mit. Ja. Dann leider. Ich bin Max, los. Komm mal kurz runter, Pferd. Die Leiter ist beste, ey. Oh, ich könnte Timon einfach töten. Gott, toll, was war das? Als die Death Message kam, habe ich wirklich schon gedacht, dass ihr Ghost Dog weggeschossen habt, ne? Ja, ich auch. Oh, der Berg. Ich glaube, oh, wir werden im Wasser liegen. Wir sind sowas. Naja, ich glaube. Nee, das wird taktisch in der Kirche landen. Der Burg. Ja, der Burg. Das wäre schon. Oh, 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 ja. Oh. Nee, wir landen in Kavala. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, oh Gott. 6 FPS. Also, ich hab grad ein Standbild. Alles gut. Ich bin irgendwie verkehrt. Ich bin gestorben. Warum ist noch Nati dran? Weil alle, die hinten an der Seite gegangen haben, gestorben sind. Die hat sich an der Stelle weg. Die hat sich wahrscheinlich noch extra Gott-Mode angemacht. Ja, irgendwas hängt da unten. Max, komm mal kurz runter am Tisch. Was? Was kann man da stoppen? Lass mich mal wieder bewegen. Ich
glaube, ich muss echt mal eine Pause machen. Leise stellen. Toll, krieg ich jetzt meine MK14 mit AMS-Visier wieder her? Gar nicht. Brauchst du ja nicht. Doch. Oh, Kacke. Kannst du dich von dem Boss Hochzeitsgeld ersetzen lassen? Oh, das sind 10.000. Oh, da sind... Oh, das wäre so schön. Die Medics haben uns schon eingeholt, ne? Ja, aber die müssen uns ja wiederbeleben. Nee, die sind gerade alle... die sind gerade hinter uns hergefahren. Partybus alle gestanden. Nee, kannst du da mal was richten? Das war ein Kuballer-Sport. Ich will hier keine 10 Minuten liegen. Und den Clip hätte ich auch gerne so weit wieder. Übrigens, ja, B-Jungs hat uns auch übrigens 2 Tempest voller Marihuana dorthin gestellt. Wer? Die AB-Typen. Ne, haben sie mir vorhin geschrieben, als Hochzeitsgeschenk. Schön, ja, ich dass ich die Party, weil ich gestorben bin. Die meisten. War's ein Haus? Nee. Zweifel so ein bisschen, dass wir da hochkommen. Komm mal zu euch getüst. Die kommen da nicht rein. Das ist der Sack von morgen. Ey, ich werde nie wieder an der Leiter mitfahren. War aber witzig. Ja, du musst Nati fragen, ob er dir einen Gottmode gibt. Ich frage jetzt gleich erstmal, ob ich meine Kassive ich schon wieder ein paar 14 wiederbekomme. Ach, notfalls gibt nicht dir das Geld. Moment, wir kommen hier wirklich rein. Ah, nein, da musst du niemals durchpassen. Das ist nur der Tempest, oder? Bis jetzt war's gut. Ich komme da durch. Nee. Nicht mit den Sandsäcken. Oh Gott, oh nein, das geht nicht gut aus. Die Sandsäcke sind hier, die sind unsichtbar. Ach du Scheiße. Meinst du die sind No-Clip? Alter, aber durchgequetscht, ey. Frank und Porter kommen schon zu euch, ne? Ja. Okay, Alter. Wunderbar. Ach du Scheiße. Seht ihr gerade. Haben die genug Fahrzeuge, um uns alle wegzubekommen? Ich weiß nicht, kann man noch mit rüberkommen. Ja, jetzt würde ich nicht alle... So, hier sind übrigens die Drogen. Ja, Spinne gleich da. Ja, dafür braucht man erstmal die Schlüssel. Aha! Ich traue mich noch nicht abzusteigen. Ich irgendwie auch. Ich bleib hier oben. Doch, ist gut. Ist gut, kannst absteigen. Oh nein. Oh nein. Die Mais. Oh. Ich schieß Karre. Ich hab gefeuert, dass hier hinten. Ich gedacht, aua. Die Mais? Wo sind Nutty jetzt hin? Nutty kommt vom Himmel gefallen. What? Ich wieso denn nicht? Ja, morgen geht's. Chief. Ach, der Boom. Hey. Kollege. Moin. Ja. Ah, ich bin so breit, Digga. Schau nach oben. Nee, ich hoffe, die Musik ist GEMA-frei, weil wir haben keine GEMA-Dienste. Na klar. Ansage vor, ist der Kopf für den Himmelballon. Ja, Fred, dafür brauchst du die Stärke. Ich bin ja auch verstanden. Hat er keine Basis? Ja, warum nicht? 180 Meter Stunde. Herr Overload. Flo. Herr Overload, es tut mir leid. Boah, ich bin so bekifft, hab ich den Arbeitsgeber nicht. Gott. Ja, so sieht's aus. Wer hat die DJ getasert? Über das Fußvolk laufen, das war unser Lied. Gott, das kommt in die Aufnahme rein. Wo geht's eigentlich in diesen Film? Ja, Herr Overload. Ich hab Herr Overload gehört. Ich hab Herr Overload gehört. Ja, zu viel Alkohol. Herr Overflow, die wollen doch nicht in der Bräutigam treten. War der ist ja hier. Das war der Spiel. Also wenn sie wollen, dürfen sie den Herrn Overflow erschließen. Das ist ja alle aufschließen. Das ist ja alle aufschließen. Wo ist jetzt der Overflow? Overflow.
Du kriegst lange Hörner. Der Gizmo. Ich sag ihnen, es ist so laut, ich verstehe kein Wort von ihnen, aber das ist kein Problem. Oh, jetzt schießt sie aber hart und schießt nur. Boah. Free and dive into the sky. Here goes.